Moinsen Leute, diese Konsole Let's Play, da ist noch der Grund Baker. Ich glaube, den letzten Part werde ich verwerfen. Es ging noch ein bisschen tiefer runter in dieser, ich nenne es mal, Katakombe. Konnte knicken. Ich glaube, kurz vorm Ende würde ich behaupten, verreckt. Ne, ich müsste es immer alles komplett neu machen, also dementsprechend weg damit, machen wir irgendwann nochmal zusammen, wenn ich meine, ich möchte es machen. Ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt mal zu Fadawaga. Ich weiß nicht, ob ich ihn damit triggern kann, wenn ich ihm das jetzt zeige, weil wir schon mehr als 10 haben. Guck mal, Digga. Also es ist doch das reine... Ja, wie viel... Gut. Mir scheint die Zeit da, die Ritterwappen erstanden. Nicht nur die Stärke, nur wird sie noch Wissen und Mut, sondern bla bla bla. Trotzdem bla bla. Ja, bückt mich nicht. Okay. Bevor deine Anweisung, ich lerne jetzt eine neue Spieltechnik. Das finde ich gut. Wirbelattacke mit Magie. Vielleicht? Vielleicht nicht. Drücke B und sammle Kraft und lasse los. Okay. Ja. Ah. Oh Gott. Ich mache alles kaputt. Nice. Habe die große Wirbelattacke gelernt. Ganz ausgezeichnet. Oh Gott, jetzt weint er auch noch. Bist du sicher, dass es auch der Traum deines Bruders war? Okay. Ja, nice. Also sind wir jetzt im Meister. Hab ich ja eigentlich schon. Also, gut. Hab 10 davon abgegeben. Nice. Also kann ich noch was verscheuern. Gibt bestimmt irgendwie, der es kauft. Dann sind wir hier fertig, Leute. Dann können wir jetzt weiter düdeln und die nächste Karte knacken. Dafür brauchen wir dann wieder Dann brauchen wir auch Und wir brauchen vor allen Dingen Bomben. So, ich möchte erstmal einen Blick auf die Map werfen, weil ich meine, da ist es. Das heißt, wir können erstmal ganz entspannt einer festen segeln. Ich kann da auch schon ein bisschen schräger, also so das Bild genau. So. Ja, das passt gut. Weil da müsste nämlich schräg oben eine Karte sein. Falsch. Ich gucke mich gerade aber sicherheitshalber noch einmal. Ne, Wahnsinnskarte war das. Ah, ist noch ein weiter oben. Die sind alle auf einer Linie, Mann. Wie lame. Also, wir müssen eh erstmal. Ich würde gerne. Danke. Ein bisschen rumtingeln. Ja, wunderbar. Also, das ist jetzt wieder mega langweilig. Tingelt sie auf dem Schiff rum. Und was nichts. Ja, nichts. Ja. Aber warte, wenn ich hier bin, wo ist Fischli? Da hinten? Okay, dann nehmen wir hier jetzt erstmal doch noch ein bisschen Futter. Oder bin mir da jemand angesetzt? Ich glaube nicht. So, ihr verpiest euch. Ich bin gefährlich, Leute. Oh nein. Ich bin kein Freiwild. Ich bin kein Freiwild. Ich will nicht gefressen werden. Was ist denn so? Denn da Fähnchen? Könnte man eine Party feiern? Limbo? Wie sieht das aus? Fischi! Herr Fisch, ich habe hier Futter für Sie. Markier es mir auf die Karte, wer weiß, vielleicht brauche ich sie wieder. Hm.
ein Level. Nice. Der Alte auf der Nachbarinsel im Osten war früher ein großer Schwertmeister. Als Beweis hat er sogar ein Ritterwappen. Ja, noch ein Jungchen. Naja, da habe ich ja gerade... getan, mein Freund. Also brauche ich diese Information wieder mal gar nicht. Ich muss mal nachgucken. Zwei hoch, ne? Ja, zwei müssen wir hoch. Das heißt, wir müssen... Nein, nach Norden. Nee. Ohne Seife waschen. Nice. Dann lökeln wir mit zwei nach oben. Klatschen das Scheiß wie weg. Und sind eine gemachte Frau. Oh, wir können hier auch wieder ein bisschen Futter raushauen. Ja, wenn wir schon mal da sind, also es ist sehr schön, wenn wir das tun. Fische füttern ist ein gutes Hobby. Ich fände es nur schön, wenn man, wenn man hier was freigestellt hat an Informationen, dass man da auch automatisch, dass die gefundenen Karten und Schätze da abgeglichen werden. Das heißt, wenn ich hier irgendwo draufklicke, dass dann auch direkt dann markiert wird, oh, da und da ist ein Schatz, das fände ich mega praktisch. Wieso ist das Wetter jetzt wieder so behindert? Habe ich wieder einen Kraken oder was? Das finde ich nicht so gut. Ich würde mal behaupten, da ist ein Sturm. Sind hier sogar die Haifischinsel? Oder ich irre mich. Bei der Haifischinsel meine ich, war nämlich auch was. Also, da war definitiv was. Ich weiß nicht, ob das auch zum krass magischen Dreifuß gehört mit dem Triforce. So, komm mal her. Zappelt da wieder wie ein junger Gott hier im Becken. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich, dann hier würde ich. Rhombusinsel, das sagt mir aber auch was. Kommt hier auch dieses komische Piratenschiff oder was ist die Sache? Ah, ja, gerade ist eine Fan. Okay. Der Schatz, der irgendwo auf dieser Insel stummern soll, mit ihm weißt du, dass es anstatt Wissens immer zu verschwinden. Ja. Okay, also dann werden wir wahrscheinlich doch hier erstmal auf der Rhombusinsel uns umgucken. Das klingt nämlich sehr gut. Und das klingt vor allen Dingen richtig gut nach Enterwappen. Das klingt vor allem richtig gut nach, ich muss näher ran. Plong, plong, hallo. So. Das sieht so beautiful aus. Beautiful. Sieht schon ein bisschen aus wie so ein Schiff. So der Körper, der Korpus dieser Insel. Das Corpus Delicti. Da ist ein Loch. In der Insel. Da gehen wir rein, aber vorher mache ich mal hier. Und... Okay, dann auf welche Lampe brauchen. Das muss man gucken. Oh, das sieht scheiße aus. Muss ich da jetzt in diesen Pott klettern? Oh nein, das ist ein scheiß Rätsel, Leute. Ich hasse Rätsel. Ich bin doch dumm wie Stroh. Flupp. Ich höre die Kackhand. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Und ich kann... Meine Pfeile sparen. Du bist behindert. Ich hasse. Nein! Böse. Pfui. Das ist scheiße. Ich hasse die Kackhand, Mann. Vielleicht ist es schlauer, die Deckel drauf zu lassen, aber ich will sie trotzdem mal abfackeln. Weißt du, dass er nicht einfach da über die Dinger hier rüber klettern kann?
Ich würde es tun, also ich würde jetzt mal hier hingehen, wo die Scheiße haben. Aber kann ich eigentlich so just for the lols? Nein, gut, ich hätte gedacht, vielleicht bei den komischen Fackeln. Schatz! Ah, ich hoffe, wir haben denken können. Damit muss ich sogar meine Portemonnaie zur Lehrerin gehen, weil ich meine, die findet die Neues, die Ketten. Dann wollen wir immer was Gutes tun. Oh nein, der Spaß, die ist wieder da. Marian, fick dich. So, ich nehme jetzt mal hier den Seetang. Oh, ich mag das überhaupt nicht. Okay, ich komme wieder in den Anfang. Gut zu wissen. Also die beiden sind dann schon mal the odd one out. Das ist gut, der hinten auch. Also geht der hier nur. Oh nö. Och nö. Vor allem, wenn ich besiege, sind die nicht weg. Die sind immer noch da. Böse. Fick dich doch mal. Krapscha. Krapscha deinen Kumpel an. Die andere Minifand. Warum kann ich ja keine Bomben reinwerfen, das scheiß Loch? So, eingefroren. Und ich kann ihn nicht anpacken. Scheiße. Ah, Mann, das ist jetzt ruhig. Gib hier wieder was zu holen. Yes! Warte mal, ich möchte sich als Alba genau. Das Wichtige umstellen. So. Wir haben wieder ein paar Pötte. Ich habe diesen Port. Ich habe die beiden hier. Ich denke, sie werden es nicht so bequem machen, aber trotzdem probiere ich dann erstmal den hier. In der Hoffnung, dass ich weiß, ob es war richtig oder falsch. Gut, es war falsch. Das ist schon mal... Also wir wissen schon mal, der ist es nicht. Haben wir nur ein paar vor uns. So war's. Du ist nämlich... Und das ist immer der Topf, der mich anguckt, wenn ich rausspringe. Dann wäre es der geradeaus. Das probiere ich mal einfach. Und jetzt ist das so ein krasser psychologischer Trick. Wir sind schon mal eins weitergekommen und der nächste geradeaus wäre der. Ja, ich find's gut, wenn du hier was zu krapschen hast, zuerst alles andere krapschen möchtest und ich nicht. Das ist sehr löblich. Moment, ich muss hier erstmal. Flup. Müssen wir jetzt mal meine Theorie auf den Grund gehen? Vielleicht ist das ja wirklich, manchmal hat man ja solche Muster. Probieren wir es mal aus. Nein, leider hat meine Theorie sich nicht bestätigt. Das ist natürlich schade. Fuck, Mann. Gut, hier ging es auch. Und hier ging es auch auf. Fick doch, kein Bock. Hier hat es leider nicht geklappt. Ich probiere jetzt mal die linke Variation, ansonsten hätten wir noch die rechte zur Auswahl. Das sieht doch sehr gut aus, wenn da der Schatz drin ist, bin ich zufrieden. Oh ja, das sieht sehr gut aus, weil da ist auch so eine Postdome, dass ich hier raus kann. Perfekt. Hallo, willst du mal jetzt eigentlich die Schatztruhe öffnen? Du brauchst den Gegenstand, Mann. Boah, just on time, Junge.
Wir haben die Geisterschiffkarte. Perfekt, damit wissen wir dann halt immer, wann, wo das scheiß Schiff ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir viel Spaß im Wayne.